sehe, du brauchst etwas Trost, denn du hast dir das Knie aufgekratzt. Wahrscheinlich hast du dich gestoßen. Na, wer wird denn gleich weinen, mein Schatz? Denn in entscheidenden Momenten hab ich immer Nadel und Faden dabei. Das werden wir gleich haben, das wächst wieder zusammen. Es lässt sich alles nehmen, schon so gut wie geschehen. Also reiß dich zusammen, realistisch gesehen sind es doch nur ein paar Schrammen. Hier hast du Nadel und Faden. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Schau doch jetzt nicht so geknickt, denn das kriegen wir schon wieder hin. Das lässt sich doch alles noch flicken, wobei ich bei dir skeptisch bin. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei, doch auch Nadel und Garn werden durchaus gefahren. Bei deinen linken Händen kann das übel enden. Ich will dich nur warnen, man muss in entscheidenden Momenten die Ruhe bewahren. Hier hast du Nadel und Faden. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kindern nicht bluten sehen. Ich muss mich vielleicht korrigieren. Die Wunde wird nicht gut verheilen. Da hilft jetzt auch kein Lamentieren. An deinen Nähkünsten denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei, doch dein Talent ist zu klein, tapferes Schneiderlein. Dir fehlt das Geschick, deine Finger sind zu dick. Fang mal nicht an zu weinen und schau nicht so geknickt. Ich wollte doch nur hilfreich sein. Hier hast du Nadel und Faden. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kindern nicht bluten sehen.